Ja, und damit herzlich willkommen zur Spooky Sunday Session. Ein neues Format auf diesem YouTube-Kanal. Und ja, in Andacht an den Spooktober habe ich mich dazu entschlossen, einmal in die Woche ein wenig Horror-Gaming zu betreiben. Also richtiges Horror-Gaming. Ich meine, wir haben natürlich Lubotomy Corporation, das auch den Tag Horror hat. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt als Horror-Game oder nicht als klassisches Horror-Game bezeichnen. Ja! Jeden Sonntag werden wir von nun an klassische Horrorspiele spielen mit Jumpscares und Spooky und keine Ahnung was, damit wir die Zeit bis zum nächsten Spooktober ein wenig herausstrecken können. Und ja, unser heutiges Game ist From the Darkness. Das ist ein sehr kurzes Horrorspiel und wir starten auch mal direkt rein. Play. Ich gehe mal davon aus, New Game und Play ist genau das gleiche, weil ich hatte bisher noch keinen Speicherstand, aber ja, wir werden sehen. Ich weiß ehrlich gesagt auch überhaupt nichts über dieses Spiel. Objective: Get into the 64th apartment of the deceased grandfather. Okay, wir sind hier bei 43, das heißt, ich gehe mal davon aus, es ist nummeriert. Warum ist hier eine dunkle Ecke? Muss ich mich da verstecken? Kann ich mich da verstecken? Ja, es geht auf jeden Fall aufwärts. Kann ich auch mit dem Aufzug fahren, weil das sind ziemlich viele Treppen. Der scheint aber nicht zu funktionieren. Ich weiß auch nicht, ob ich dem hier trauen würde. Alles sehr dunkel und rostig und überhaupt Licht funktioniert auch nicht richtig. Noch so eine dunkle Ecke. Was soll das denn hier? Habe ich eine Taschenlampe? Nicht wirklich. Warum steht hier ein Stuhl? Falls man sich mal hinsetzen will von all dem Treppenlaufen, haben sie hier schon mal provisorisch einen Stuhl hingestellt. Es ist noch ganz schön weit nach oben. Das Licht hier funktioniert überhaupt nicht mehr. Hello? Ah, der Aufzug. I mean, theoretisch könnten wir da rein. Aber genau aus diesem Grund hätte ich diesen Aufzug auch nicht benutzt. Der fällt nämlich einfach mal so aus. Und guckt euch das hier an, dieses... Okay, ich weiß nicht, ob es rot oder rostig ist. Das Licht fällt da nicht ganz drauf, aber es könnte beides sein. Das ist genau das Problem. 61, 62... 63, 64, hier. Ah! Aua! Was ist das denn hier? So ein Zwischengang, wo da noch zwei Apartments sind? Hier ist es auch... Haben wir gerade... Ja, wir können klopfen. Hello! Hier sollen wir rein. Dear neighbors, if you don't stop making noise at night, we will call the police. Ist das jetzt an diese Tür gerichtet? Sehr wahrscheinlich, ne? Oh Gott. This apartment has long been abandoned. Ich weiß nicht, ob nur das... No electricity. Okay. Irgendwie ein Flashlight, weil hier ist absolute Finsternis, ewige Dunkelheit. Jetzt erst recht. Also Leute, das ist nicht nur im Stream so, ich sehe auch nichts. Hier sind Lichtschalter. Irgendeine Taste, eine Flashlight. Wir haben halt auch keine Option und nichts. Lasst mal ein bisschen Licht hier zumindest rein, weil ansonsten... Wie geht's hier überhaupt weiter? In der Tür? I need some help! Also eigentlich nicht, ich brauche nur Licht. Klopf, klopf. Ah, der Schlüssel ist... Ah, das ergibt Sinn. Der Schlüssel ist für den Sicherungskasten. Okay. Und die einzigen beiden Sicherungen, die ich betätigen kann. Pick up the family album and leave. Wenn ich was sehe, würde ich das vielleicht tun. Also so weit konnte ich da gerade nicht reingehen, aber war vielleicht auch zum Besseren. Hm.
Ja, ich weiß ja nicht. Das Licht ist, geht zwar jetzt an, aber ich weiß nicht, ob es so lange hält. Gut, ey. Ich meine, es könnte gemütlich hier sein, wenn man Ordnung hält. Ist ja eigentlich auch ganz cool. So also könnte sein, so enge Räume, aber ich habe lieber weit offene. Und dann eine Riesencouch. Statt sowas hier. Holy shit, habt ihr das gesehen? Da war gerade irgendeine Silhouette. Das habe ich mir nicht eingebildet, oder? Okay. Ist es nicht nur abandoned? Ist es auch haunted? Okay, das ist der Raum, aus dem die unendliche Dunkelheit heraustritt. Nevermind, es ist anscheinend alles einfach unendlich dunkel. Kann hier auch nicht rein. Machen wir einfach mal wieder zu. Ach, warte mal, hier sind Lichtschalter. Ah, Badezimmer. Also sowas ist schrecklich. Also mal abgesehen davon, dass es dreckig ist. Wer will denn in so einem engen Raum? Also ganz ehrlich, stellt euch das mal vor. Ihr macht jetzt hier die Tür zu, müsstet euch jetzt hier ausziehen. Dabei geht die Tür natürlich auch wieder auf, weil ihr euch keinen Schritt bewegen könnt. Dann setzt ihr euch in die Wanne und wenn ihr rauskommt. Holy moly. Man hat überhaupt keinen Bewegungsfreiraum. Ja, das könnten eventuell wir sein. Das ist doch irgendwie das Ab. Das habt ihr auch gesehen, oder? Ist hier irgendeine Tür, die ich zumachen kann? Hier lag nämlich eine Leiche. Die Tür ist abgeschlossen. Na super. Und der Raum hier, der hat keinen Lichtschalter und. Ja, too dark. Ach, wirklich. Mach einfach die Tür zu. Es wird alles gut. Ihm wird anscheinend schwindelig von der Dunkelheit. So viel zum Thema Family Album, Finn. Ich würde sagen, wir gehen dann einfach ohne, ne? Wir waren niemals hier. Entschuldigung. Waren wir das jetzt oder kam das von der anderen Seite? Weil die Tür geht hier nicht mehr auf. Hallo? Das Licht wieder an? Okay. Die Tür ging gerade nicht auf. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach reingehen würde. Aber machen wir mal. Missing Parts. Wer zur Hölle klaut einen Lichtschalter? Gitarre. Hey, wir können spielen. Wir sind kein großes Talent, aber wir können immerhin einen Akkord, der voreingestellt ist. Ein Schlüssel. Wir haben gar keinen zu einen Raum. Was auch immer hier ist, wir sehen es nicht. Einen Schubladen durchsuchen. Aber ich habe immer noch kein Family Album gesehen. Und hier drin scheint es auch nicht zu sein. Hi. Zwei gruselige Augen in der Dunkelheit und ein schön flaches Atmen. Ja, ich lasse dich da mal alleine, ne? Warum hat die Tür einen Spion? Das ist in einem Haus. Soll ich zu dir kommen? Kann ich den Lichtschalter nicht einfach rausnehmen, weil. Oh, wir können zoomen. Weil den einen Lichtschalter braucht doch sowieso keiner. Oder hier. Ist hier irgendein Schrank, der abgeschlossen ist oder sowas? Wofür brauchte ich denn jetzt den Schlüssel?
Kann die Schränke hier alle nicht durchsuchen? TV not working. Ja, das hatte ich auch nicht vor. Ich wollte mir das Bild da drauf angucken. Hier liegen noch Zigarettenstummel. Ich habe wirklich keine Ahnung, was jetzt hier unser Plan ist. Das ist übrigens mega gruselig, so Stiefel unter einen Mantel zu stellen. Das ist... Lass mich raten, das ist der... Na gut, kann nicht der Keller sein. Das wäre merkwürdig. Okay. Könntest du das lassen? Oh, ein Lichtschalter. Ja, den brauchen wir. Vielleicht. Closed. Also ganz ehrlich, man merkt doch, dass hier irgendwer mit einem drin ist. Ich würde hier schnellstmöglichst einfach nur abhauen. Das ist ja überhaupt nicht creepy bei Licht aus. Absolut nicht. Wir sollten uns hier keine Bilder angucken. Ich glaube irgendwie nicht, dass das Ganze hier das Family Album wert ist. Jesus. Oh. Wir haben ein Spiegelbild. Na gut, wir scheinen uns nichts aus irgendwelchen Geistern zu machen. Wir sind schon selber ein halber. Get out. Ja, das habe ich von vornherein gesagt. Da war doch gerade was. Was? Wieso? Nee. Nee, einfach nee. Bist du noch da? Du bist noch da, ne? Ja. Mein einziger Freund hier. Der mich jetzt wahrscheinlich gleich von hinten umbringen wird. Warum immer Lichter ausmachen? Das ist ein Raum, ne? Aber welcher? Ich kann es aus dem Winkel nicht so ganz erkennen. Der hier anscheinend. Du hast eine Kamera hier? Das ist schön. Objective Get Out. Ah, du hast Fotos von mir gemacht. Ist ja nett. Could you please stop? Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Er hat die Wand eingemauert. Bitte hört mal auf, hier das Licht auszumachen. Ich fühle mich wirklich wohler mit Licht an. Oh Gott, jetzt sind die Fans... Oh Gott, er hat alles abgeriegelt. Ich dachte, du wärst mein Freund. Hört doch mal auf, mit den Lichtern rumzuspielen. Und die Türen gehen von alleine auf. Ich komme da nicht durch. Hört doch mal auf! Das ist richtiger Terror hier. Wisst ihr was? Ich betätige keinen Lichtschalter mehr. Ist mir scheißegal, ob es dunkel ist oder nicht. Shift to run. Ja, das ist schön. Wohin? Wohin soll ich denn rennen? Alter. Verzeihung?
That was very polite. Ich bleib jetzt hier im Bad. Okay, jetzt spielt er Musik auf den Lichtknöpfen. Irgendwie so? Ich hab doch keine Ahnung, was ihr hier von mir wollt. Ich weiß nur, dass hier die Party abgeht mit Geistern und ich weiß nicht, was ich hier noch will. Radio? Das ist ein Radio. Jetzt ist die Tür offen. Hi. Also das ist jetzt frech. Das nennt man wirklich frech. Aus kann ich immer noch nicht, oder? Oh Jesus. Hi. Willst du mitkommen? Aber mach bei mir bitte zu Hause nicht die Glühbirnen kaputt, okay? Ich kann nirgendwo hin. Was ist denn mit dir? Kann ich hier Licht anmachen? Oder ist es hier auch kaputt gemacht? Wo ist denn überhaupt der Lichtschalter? Ich sehe nichts. Hier ist noch Licht. Ja, die Lichtschalter sind irgendwie alle weg. Oder ist es der hier? Oh. Er ist sehr lichtscheu. Wo bist du? Im Kühlschrank? Das ist gezuckerte Kondensmilch, sehr lecker. Kann man sehr gut zum Backen verwenden. Okay. Würde mir echt Sorgen machen, wenn mein Ofen solche Geräusche macht. Haben wir irgendwelche Puzzleteile? Weiß nicht, wohin damit. Na super. Und immer noch keine Taschenlampe. Die wäre hier wirklich sehr hilfreich. War hier vorher nicht noch mehr? Oh. Brauchen wir nur noch eine Kombination. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir eine Kombination herbekommen. Oder was das für komische Symbole sind. Wie gebe ich hier überhaupt was ein? Okay. Ja, aber wir müssen ja irgendwo eine Kombination herbekommen. You can hide under the bed? Das ist schön, dass ich das kann. Will ich das denn? Wir haben hier immerhin ein Symbol. Grün ist also dieses komische Ding. Ja, ne? Passiert hier noch was? You can hide under the bed. Thank you.
vielleicht Stern? Kann mir denn gerade eigentlich irgendwas passieren? Oder war das jetzt nur so ein obligatorisches You can hide, weil da ein Symbol ist? Okay. Gelb ist also das. Die beiden können wir ja schon mal eintragen. Ich weiß nicht, ob es Rot als Stern gibt. Ist ein Stern hier? Nicht wirklich, ne? Grün ist das. Das ist schon mal richtig. Also, an welcher Position soll das denn sein überhaupt? Hier? 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 Gelb war das. Und ansonsten habe ich keine Ahnung. Ist noch ein Foto, aber... Ist das das blaue Symbol da? Sieht aus wie ein Haken. Zum Kleider aufhängen. Was war das denn hier? Nicht wirklich. Vielleicht das Fischsymbol? Also irgendein Symbol ist ja da oben in der Ecke, aber oh mein Gott, das kann man überhaupt nicht erkennen. Und wo soll das... Oh, das rote Symbol ist über uns. Das ist das komische Ding. Das andere können wir ja dann auch einfach raten. So, theoretisch. Wenn das hier das ist, dann gehen wir jetzt einfach alle durch. Da haben wir es doch. Also ich gehe mal davon aus, das war auf dem Bild, aber das ist so winzig hier oben in der Ecke. Das kann man echt nicht erkennen. Was ist das denn? Oh, eine Flashlight. Kann ich jetzt hier in diesen Raum gucken? Oh. Hi. Ja. Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber es war wahrscheinlich nicht gut. Und hier ist einfach nur ein leerer Raum, der eigentlich mit noch am besten aussieht. F. Ja gut, ne? Cool aus dem Treppenhaus. F. Hier? Hier what? Was soll ich denn hören? What? Voice? In total darkness. Now I hear sounds from the dark. Oh no. Ja. Saving. Saving ist niemals gut. Go to the voice in total darkness. Ich höre aber keine Stimme. I mean, I try. Hello? Ja, das funktioniert nicht so gut. Hello? This room stinks of a corpse. Hier ist aber keiner. Hello?
Ich soll irgendwas in Total Darkness anscheinend machen. Uns einfach mal hier hinsetzen oder so. Das ist übrigens keine Voice, die man hört. Das ist mehr ein Atmen oder sowas. Das ist irgendwie zwischen den Wänden. Die Puppe ist noch da, das ist schön. Ey! Irgendwer hat gerade meine Taschenlampe ausgemacht und das war nicht ich. Hat mit Blut gefüllt. Hallo? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Die Voice kommt von hier. Jemand hier? Wer hat jetzt die Taschenlampe angemacht? Das war ich nämlich auch nicht. Hier ist eine Voice. Die kommt aus der Wand. Kann ich in die Wand. Ist gerade mein Schatten? Oh, nett. Was ist denn hier drin? Ist es immer noch locked. Ja, das Geräusch kommt halt hier. Hello? Irgendwie entweder aus der Ecke hier oder aus der Wand da. Vielleicht kommt es sogar von ihr. Nicht wirklich. War da gerade jemand? Warum sehen die Bilder alle so gruselig aus? Geht das Licht eigentlich? Die Antwort ist nein. In einem anderen Universum. Oh! Was möchtest du denn? Ein Finger und ein Auge und Zähne gleich Schlüssel. Okay. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo ich das Ganze herbekommen soll. Aber jetzt so als... Okay. Ich würde einfach mal sagen, von ihm? Vielleicht? Ja, zumindest Zähne. Wir haben anscheinend irgendwo eine Zange gesehen. Gott, was ist hier denn los? Wie sieht's denn hier in dieser Blutsuppe aus? Können wir da drin irgendwas finden? Wo haben wir eine Zange gesehen? Wir wissen wirklich nicht, wo unser Charakter eine Zange gesehen haben soll. Da? Die hier? Nehmen wir die hier. Haben wir schon mal eins davon. Die stört doch bestimmt nicht, so ein paar Zähne zu verlieren, oder? Du brauchst sie ja nicht mehr, ne? Wie sieht das mit einem Bein aus oder sowas? Ein Finger? Also Finger hat er ja auch noch. Ja gut, dann gehen wir wohl erstmal hier in den Abyss. Wo auch immer der hier hinführt. Ein Schlüssel. Oh, wir sind zurück aus dem Abyss. Wer hat hier eigentlich diese Ketten verschlossen? So übertrieben. Oh, hi. Warte mal, du hingst vorher hier, ne? Hier irgendwas Neues? Scheint nicht. Reichen die auch erstmal Zähne? Haben wir die jetzt schon eingesetzt? Weil er grinst auf einmal so fröhlich. Ja. Wir hatten noch irgendwas hier im Ofen. Das ist der Finger.
Und jetzt brauchen wir noch ein Auge. In einem der Töpfe vielleicht? Ich meine, ich habe theoretisch zwei Augen, aber... Das muss jetzt wirklich nicht sein. Ich weiß nicht, wo ich ein Auge gesehen habe. Warte mal, die Puppe. Aber es ist zu. Luda, wir haben ein kleines Problem. Der Raum mit der Puppe ist leider zu. Ist das überhaupt ein Auge? Ich meine, sehr wahrscheinlich, ne? Verzeihung? Das Problem ist, du hast keine Augen mehr. Da können wir mit dir auch nicht so viel anfangen. Und hier in der Suppe ist anscheinend auch nichts. Genauso wenig in dem Raum. Ich meine, das sieht ja auch so ein bisschen so aus wie das, was wir brauchen, aber... It doesn't like light. So viel habe ich auch schon mitbekommen. Was ich aber nicht mitbekommen habe, ist, wo ich ein Auge herbekomme. Dass das... Jesus, ey. Das ist echt gruselig, wenn man auf einmal irgendwo hingeht. Lass mich mal hier rein, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Auge von der Puppe benötigt wird. Was anderes haben wir nämlich hier auch nicht. Tja. Kannst mir auch nicht sagen, wo du das Auge, also wo ich das Auge herbekomme, oder? He doesn't like light. Ja, das ist sehr schön. Was passiert, wenn ich jetzt das Licht ausmache? Passiert ja auch nichts. Nur, dass ich nicht mehr weiß, wo ich bin oder wo ich hin muss. Oh Gott. Bin ich hier irgendwie unter Zeitdruck oder so? Also darf ich das Licht nur so und so lange anlassen? Ach, Auge, wo bist du? Gibt doch echt nicht viele Optionen, wo es noch sein könnte. Hiermit kann ich nichts machen. Also nichts, was mir irgendwie was bringt. Und das kann ich auch nicht rauslassen. Ich meine... Die Sache ist, in den ganzen Spiegeln können wir uns auch nicht sehen. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht mit dem Spiegelbild interagieren. Warum musstest du eigentlich dein Auge verlieren? Oder alle beide sogar? Hm. Extrem unhilfreich. Aber dann hätte ich gesagt, dass das Auge hier irgendwo ist. Das ist der einzige Raum, wo sonst nichts ist. Naja gut, die Leiche selbst, aber... Okay. Wir haben kurz noch eins.
Der perfekte Zeitpunkt für so eine mitternächtliche Wandertour. Hier ist vielleicht noch ein Auge drin. Ich meine, wir können ja auch einfach unser eigenes Auge ausstechen. Ach, wir haben einen Schlüssel. Oh, Jesus. Okay. Ich glaube, ich habe ein Objekt für die Zangen hier gefunden. Leider muss ich jetzt dein Auge entnehmen. Es tut mir sehr leid. Es geht nicht anders. Vielen Dank für deine Spende. So, und jetzt? Was basteln wir da? So funktioniert das nicht. Funktioniert das überhaupt nicht? He's stronger in the dark. When you light up all the rooms, it will get weaker and you can get out. So this is the key to the box under the ceiling? What? Das Problem ist nur, was ist, wenn er alle Lichter kaputt macht? To the box under the ceiling? Wo ist denn hier eine Box under the ceiling? Keine Box under the ceiling gesehen. Habt ihr irgendwo eine Box under the ceiling gesehen? Mein Spiegelbild ist weg. So dunkel, ich kann mich selber nicht sehen. Hier oben? Das ist schön. Und wie mache ich jetzt Feuer? Jesus! Ich meine, so kann ich auch raus, oder? Oder auch nicht? Ich glaube, er will nicht, dass ich Licht in den Räumen mache. Aber was mache ich denn jetzt hier? Nett. Ich will nicht in noch ein Apartment rein. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Es ist alles absolut katastrophal. Ein Rundgang von Türen, wunderschön. Warte mal, jetzt bin ich wieder hier. Was? Absolut verwirrend. Was steht hier? You need to listen. Try again. Ich höre nichts. Und hier sind wir ja wo... Oh, hi. Na, was geht? Einfach hier. Und nicht einfach hier rein, okay. You need to listen? Try again. I don't get it. Ich höre Fußschritte, ja.
Listen ist ganz groß. Aber ich höre nur Fußschritte. Was soll mir das denn sagen? Ich weiß wirklich nicht, was das Spiel von mir will. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Muss ich einfach durch die Tür durch, wo ich die Fußschritte höre oder was? Ich weiß wirklich wieder nicht, was das Spiel von mir will. Einfach die Treppe runter. Was geht hier denn ab, ey? Vielleicht gehen wir doch nicht die Treppe runter. You need to listen. Try again. Ja, aber wofür denn? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Du weißt auch nicht, was der damit meint, oder? Hier sind Fußschritte. Hier? Ich meine, es klingt wie dieser Aufzug. Aber es kommt irgendwie aus dieser Tür. Soundquelle ist irgendwie falsch. Also gehen wir mal davon aus, dass an der Tür nichts ist. Hier hören wir halt wirklich gar nichts. Das ist dann die Tür? Sounds are heard outside the door, it is better not to go there. Okay. Also wieder zurück. Oh Gott. Ja. Hey, der Typ ist weg. Hört man auf jeden Fall auch irgendwas. Hier sind sehr viele Türen. No, kann ich die überhaupt benutzen? Die Antwort lautet nein, weil überall hier hinter Wände sind. Dann müssen wir wohl nach unten. Entschuldigung, Hände, ich muss hier noch einmal durch. Never mind. Aber von den beiden Türen hier unten ist auch was zu hören. Hier höre ich auf jeden Fall was. Und hier auch. Nicht hier durch.
Also doch nach oben. Aber hier oben ist nichts. Irgendeine geheime Tür oder so? Hier hinter den Türen ist halt überall nichts. Ich kann die öffnen. Und da sind Wände hinter. Weiter nach oben kann ich auch nicht. Kann ich dich da machen? Nee, das ist der Aufzug. Also hier ist halt wirklich überall Ende. Im Gelände. Oh, never mind. Die geheime Tür hinter dem Aufzug. Okay, checken wir erstmal die Tür ab. Ja, schmatzen. Nächste Tür. Irgendein Quietschen, Pfeifen, gequältes Rufen. Ausgang? Hier höre ich was. Ausgang? Aber hier höre ich auch was. Was geht? Warum sehe ich mein Spiegelbild nicht? Es ist gar kein Spiegel. Das ist einfach ein Zwilling, der da hinter einer Wand steht, richtig? Leiter. Warum habe ich meine Taschenlampe nicht mehr? Die hat mir besser gefallen. Okay, dann gehen wir jetzt wohl mal. Oder auch nicht, weil wir nicht mehr raus können. Gibt's hier denn noch irgendwas in diesem Raum? Und warum bin ich so langsam? Drücke Sprint. Oh Gott. Der Raum ist dreieckig, wer macht denn sowas? Das Licht widerspiegelt sich auch nicht mehr. Ich sag ja, das ist kein Spiegel. Ja, aber ansonsten ist hier nichts in dem Raum. Das heißt, wir müssen wieder nach oben. I guess. Haben wir irgendwas, was wir anzünden können? Irgendwer atmet da sehr, sehr schwer. Soll ich zu dir da reinkommen? Na, was geht? Wo fahren wir denn hin? Wieder zurück in die Wohnung? Du solltest übrigens mal vielleicht zum Augenarzt. Sein Auge quillt irgendwie sehr merkwürdig hervor. Ich glaube, das ist nicht gesund. Und generell im Krankenhaus sich untersuchen zu lassen, wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Ja, nee, das macht's auch nicht besser. Sind wir da? Anscheinend sind wir da. Ich muss hier raus, ne? Wir sehen uns. Okay, jetzt kann ich die Kerzen anzünden. Die immer noch hier rumliegen. Objective. To light up the lights in all... Was? To light up the lights in all rooms. Okay. You already have one. Ja, dann... Einfach auf die Tische platzieren. Heider. Hierhin oder dahin oder dahin. Ist egal. Kann ich die Box nicht mitnehmen? Verzeihung?
Wo sind meine Kerzen? Was passiert hier? Ist das die Apokalypse draußen? Meine Kerzen sind weg. Er ist riesig. Meine Kerzen sind wieder da. Habe ich jetzt eine Kerze? Ich habe auf jeden Fall noch ein Feuerzeug. Hier ist noch eine Kerze. Die kann... Hier hin? Versucht er gerade meine Kerzen auszupusten? Er hat meine Kerzen ausgepustet. Oh, hi! Oh Gott. Muss ich jetzt alle meine Kerzen wieder anzünden oder was? So tedious diese Aufgabe. Hat er selbst die hier in dem Raum ausgepustet? Ne, die brennt noch. Ja, einfach eine aufs Waschbecken. Ja, hier kann auch einfach eine aufs Waschbecken. Soll ich ihm dann auch eine hier aufs Klo bringen? Ich meine, technisch gesehen ist das hier auch ein Raum. So einfach ins Maul stecken. Hier hast du eine Kerze. Ne, ich kann ihn nur angucken. Noch einfach hier auf dem Boden. Auch gut. Gut, das sind jetzt alle Räume. Ach, Jesus. Der hier fehlt noch. Was ist hier denn jetzt schon wieder los? Alles rot. Hier im Rotlichtmilieu anscheinend. Taschenlampe geht nicht. Ich weiß echt nicht, was er schon wieder hier von mir will. Diesmal sehe ich aber auch keinen riesen Kopf vor irgendeinem Fenster, also. Hello? Oder sind das seine Augen? Das wäre echt riesig. Lass mich doch einfach gehen. Was willst du denn hier draußen? Oder was willst du generell gerade von mir? Ein Feuerzeug geht nicht. Okay, ich soll in dem Raum hier sein. Was möchtest du? Kann ich jetzt die Tür wieder aufmachen? Hi. Kannst du mir meine Kerzen bitte wiederbringen? Ich weiß nicht, ob du dafür verantwortlich bist, aber... Ich bräuchte echt ein paar Kerzen. Hi. Du hast ein paar Freunde zusammengesammelt. I see. Ganz schön voll hier, ne? Okay. Danke dafür. So. Letzter Raum. Ach nee, warte mal. Ich muss eventuell noch in der Abstellkammer hier eine Kerze anzünden. Oben tropft es irgendwie. So, hier einfach hin, zack. Das muss doch nicht sein. Es ist noch eine Kerze. Hey, hier liegen die Ketten wieder rum. Vorher aber glaube ich nicht, oder? Habe ich die Kerze jetzt schon? Ich glaube noch nicht, ne? Ist
du mir die bloß nicht alle wieder aus. Das ist eine Heidenarbeit, die alle wieder anzuzünden. So, let me in. Hier, Kerze. Wings von der Decke. Wunderschön. Darf ich jetzt gehen? Auf Wiedersehen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich das, wofür ich gekommen bin, oder? Er hat nur ein paar Fotos von mir gemacht, aber das war's. Ich glaube nicht, dass ich dafür gekommen bin. Oh, Jesus. Na super. Das ist nicht die Welt, die ich kenne. The End. Wunderschön. Wir sind in einem ewigen Albtraum gefangen. Kommt da noch was? Fragezeichen? Kann ich Licht anzünden? Nein, gar nichts. Das ist der Endbildschirm. Okay. Ich kann hier nichts mehr machen, also würde ich mal sagen, das ist das Ende. Ja gut, das war From the Darkness. Ein sehr kurzes Horrorspiel, um ein wenig in die Spooky Sunday Session hineinzukommen. Und ja, das werden wir jetzt jede Woche machen. Ein paar Horrorspiele raussuchen und die dann spielen. Ich weiß nicht immer, ob es an einem Stück funktioniert. Das kommt darauf an, wie lang die sind. Aber generell ist der Sonntag, jetzt dafür festgelegt, sag ich mal, um Spooky Stuff zu spielen. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ja, bis dahin bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet. Einen Spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zur nächsten Spooky Sunday Session. Bis dahin. Bye bye.